Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 12. Oktober 2024, die hat schon längst begonnen, die Realität, und zwar im Campo International. Auf dem Weg dann war ich zur Sita und von der Sita, da habe ich dann aufgenommen bis hierher, Santa Monica, und wir haben hier den schönsten Blick über die Dünen von Maspalomas. Ja, die Wettervorhersage wurde ich gefragt von Anreisenden, wie wird es wohl werden, das Wetter. Also man hat für den Sonntag etwas Unregelmäßigkeiten vorhergesagt. Das heißt, auch im Gemeindebereich Süden Gran Canaria, sage ich mal, hat man gemeldet, dass es eventuell regnen könnte. Eventuell, also ich bin immer sehr, sehr vorsichtig damit und sage, warten wir es ab. Also keine Angst, Maspalomas ist unterschiedlich in puncto Wetter. Meldung in Gran Canaria. Ja, freut euch auf den Besuch von Prinzessa in der Sita. Ein Findling beim Doc Uli aufgenommen und dann die Realität heute hier wieder unterwegs. Mal sehen, wo es heute noch hingeht. Da kommt wieder Wind von der Seite, also werde ich hier nicht weitergehen, weil wenn der Wind jetzt zunimmt, dann haben wir das wieder in den Augen und in der Kamera, in der Ausrüstung. Also ich werde jetzt eher die andere Richtung wählen, hier rüber, Richtung Anexodos, dem Stadtstrand neben dem Hotel Santa Monica. Harry sagt Hallo und guten Tag. Heute beginnen wir mal ganz woanders, nämlich wir sind hier im Organic Food. Ich habe gerade die Kalender vorbeigebracht, beziehungsweise auch den Plan B. Der Plan B ist wieder da. Organic Food kennt ihr ja. Das Reformhaus, in dem ihr alles bekommt und noch ein bisschen mehr. Hier vis-à-vis vom Kaffee Zipf. Das ist hier vorne auf der rechten Seite. So, und wir werfen mal einen Blick auf die Attraktion hier. Und zwar auf Princess. Die kleine Princess. Der ist ein, ja, sozusagen ein Findling. Und er wurde hier vom Doc Uli aufgenommen und hochgepäppelt, obwohl man ihm kaum damals eine Überlebenschance eingeräumt hat. Man hat gesagt, der Tierarzt hat gesagt, er glaubt nicht, dass er durchkommt. Und da ist er. Und hat so große Ohren. Hoffentlich hört er auch so gut. Also die Attraktion neben den Produkten hier im Organic Food. Und wenn ihr ihn mal sehen wollt, dann könnt ihr hier vorbeikommen und sein Spielzeug ist auch hier. Also, ich sage lieben Dank für das kleine Interview mit Princess und wir sehen und hören uns wieder. So, ich werfe mal einen Blick hinein. Also so sieht's aus. Ihr bekommt nicht nur die Produkte, sondern auch die passende Information dazu. Das ist selbstverständlich. Und hier werdet ihr beraten und gut bedient. Und was vielleicht gar nicht da sein ist oder zur Zeit, das wird dann eben bestellt. So sieht es hier aus. Und ich sage vielen Dank und wir machen uns jetzt auf den Weg. Es geht weiter. Ja, kaum ein Zentrum, über das so oft und häufig geredet wird, wie die Sita. Viele Meinungen und ja, ich höre es ja auch immer freitags am Faro und da heißt es ja, ist da was los? Muss man dahin? Kann man dahin? Es ist halt ein rustikales, altes Einkaufszentrum und ich finde schon, es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, weil es irgendwie einen bestimmten Charme hat und nicht so ein 0815 Zentrum wie viele anderen. Und jetzt zeige ich euch mal, wenn wir schon hier sind, und zwar den Horst, der Reisehorst, Horst Glatte, hier an der kleinen Terrasse hier. Oben ist es Marco Polo, wir gehen dran vorbei und dann zeige ich euch jetzt mal bei dieser Gelegenheit, wie man zum Reiseexperten kommt. Der hat ja das Büro gewechselt und der ist jetzt genau neben der Machbar. Ja, hier kann man gut italienisch essen. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet. Marco Polo auch. Carlos V.
Soll gut sein, aber wir waren jetzt da nicht essen. So, und hier ist er, der Heim der Wurst. Hier ist zumindest sein Büro. Und es schaut aus, als ob es auch schon fertig ist. Direkt neben Martin, seiner Machbar, heute im Angebot Tequila Sunrise, 4,90 Euro. So, hier findet ihr ihn. Und zwar den Spezialisten, den Reisespezialisten. Und hier werden dann auch die Auftritte sein an der Machbar, dann wieder mit John Steen und mit Alex und so weiter. Hier vis-à-vis die Golden Moments. So, das sollte heute kein Rundgang werden, nur weil ich schon hier bin. Ganz einfach die Info zum Reiseexperten. Das ist ja eng verknüpft mit dem Plan B. Wenn man sich da eine Reise raussucht, kann man ohne weiteres mal fragen, welche Tour passt denn dazu, dass man eben nicht selber fahren muss, sondern gefahren wird. So, der Blick nochmal von oben hier nach unten. Café Zipf und rechts ist das Organic Food. Und jetzt geht's weiter mit der Realität. Weiter geht's mit der Realität am heutigen 12. Oktober 2024. So, ich bin mit dem E-Bike unterwegs, mit E-Unterstützung. Und ich werde freundlich durchgelassen. Ja, wo fahren wir denn hin? Zum Santa Monica. Wir wollen mal einen Blick aufs Wasser werfen, ob das hier auch so glatt ist, so schön. Wie heute Morgen in Meloneras. Ja, parken, das ist das Problem, was man hier hat. An den Wochenenden noch etwas mehr. Wir gehen mal ein paar Meter. Wind haben wir jetzt, das heißt aber nicht, dass es auch für die Wassersportler der richtige Wind ist. Ich höre gerade einen Flieger, einen kleinen Sportflugzeug, und das hat wohl jetzt gerade wieder jemanden rausgelassen. Mich wundert es jedes Mal, wie die Kamera hier an meinem Lenker diese ganzen Stöße, diese, ja, ich sag mal, schwierigen Weg meistert. Jetzt gehe ich in der Mitte, da geht's einigermaßen. So, und jetzt habt ihr den Blick 360 Grad. Für die, die es auf dem Kanal schon haben, abonniert haben, ihr seid jetzt 360 Grad mit dabei. Und vielleicht erlebt ihr auch so einen Dünensprung. Irgendwo kommt er dann runter. Ja, aber den haben wir noch ein bisschen mit drauf hier, der hier runterkommt. Ist doch zwei gewesen im großen Abstand. So, da haben wir sie.
Ich habe es leider jetzt nicht geschafft, die zwei Fallschirmspringer da aufzunehmen, richtig aufzunehmen. Aber im 360-Grad-Video, was gerade eben läuft, da könnt ihr das sehen. Genau oben, unten, links, rechts. Und das habe ich da richtig drauf. Also im Bild sozusagen, im Video. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte ja eigentlich noch mal an den Strand, aber da wird natürlich heute am Wochenende auch viel los sein in Maspalomas. Jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ich bin unterwegs, mache meinen Spaziergang und ihr seid mit dabei. Für die einen ist es der Weg am Strand, für die anderen ist es der Weg hier auf der Promenade. Ich weiß aus den Kommentaren, viele wollen wissen, die gerade neu sind, wie weit ist es von A nach B. Ich werde also in der Zukunft jetzt auch ein paar Videos nochmal machen von A nach B und dann könnt ihr euch anhand von diesen Wegbeschreibungen orientieren, was man machen kann. Ob man da laufen kann, ob man da fahren muss, ob es gut ist für die Fahrräder oder als Fahrradfahrer, sagen wir so. Gestern hatte ich auch hier Gäste aus dieser Anlage hier, Arco Iris. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich noch mal Richtung Strand gehe, fahre. Aber das machen wir morgen. Morgen ist der Tag für den Anexodus. Und deswegen machen wir heute lieber ein bisschen laufen. Ja, hier sind wir beim Café Mozart 2. Hier ist wieder gute Musik, stimmungsvolle Musik. Saxophon höre ich raus und Gesang. Also hier kann man sich auch immer ein bisschen entspannen, abschalten, Musik live. Dann ist da der Frühschoppen. Und ja, sehr beliebt bei den Langzeiturlaubern, bei den Überwinterern selbstverständlich. Und wenn wir schon hier sind, dann schauen wir noch mal ein bisschen in den Garten vom Santa Monica. Ja, und das wahnsinnige Panorama hier, die Dünen von Maspalomas. Ja, der Stadtstrand Anexodos. Auch viel geredet, was sollte man machen, diese Buden hier oder diese Lokale, die sind ja, da gibt es Bilder davon, wie die entstanden sind, ich 40 Jahre alt mindestens. Und ja, man kann selbstverständlich alles neu, alles schöner machen, aber irgendwie ist es auch bei den Gästen doch beliebt. Man kommt hier von der Straße auch sehr, sehr bequem über die Treppen hier. Aber eben über Treppen nach unten. Ja, Arco Iris hier mit den Buchungsmöglichkeiten. Schau ins Land zum Beispiel. Hier geht der Weg direkt nach unten. Ich schaue gerade, ob ich jetzt nur Treppen habe oder ob es auch eine Rampe gibt. Das kann ich euch nicht sagen. Ich werde es mal, ja, anschauen. Aber wenn es eine Rampe gibt, dann kann ich mit dem Fahrrad da auch runterfahren. Schieben. Ja, hier das erste Stück ja, aber dann gibt es nur die Treppen. Also mit Zitronen gehandelt.
So, hier die Anlage Santa Ana. Da kann man von unten bzw. von oben den Zutritt haben. Unten ist der Parkplatz mit dem Pool und hier oben ist der Zugang, aber auch über Treppen. So, Alguire 7 hier auf der Seite. Und dann sind wir schon wieder am Parkplatz. Für Gäste, die gerne auswärts frühstücken möchten, könnt ihr hier tun, im Casas Pepe. Da könnt ihr auch frühstücken. So, jetzt kommt noch ein bisschen stärkerer Wind auf. Und ich mache jetzt mal hier wieder weiter mit der anderen Kamera. Mit der DJI Action 4. Am Bellevue hier vorbei. Ja, die beliebtesten Apartmentanlagen hier direkt oberhalb von den Dünen vom Strand. So, das ist gemütlicher Spaziergang jetzt. Man muss ja nicht so viel erzählen. Das ist die Realität. So sieht das hier aus. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, schiebenderweise. Und ihr seht, ob das vielleicht was ist für euch, das nächste Mal Playa de Inglés oder ob es Maspalomas ist oder Meloneras. Hier ist für jeden was dabei. Und hier kann man dann noch zum Strand runtergehen und kann zum Beispiel bis nach Bahia Feliz laufen und mit dem Bus wieder zurückfahren. Also Möglichkeiten habt ihr hier alle. Ja, morgen möchte ich mal wieder runter zum Anexo Dos. Zu dem Strand, der hier rechts von uns liegt. Ich habe gestern Gäste gehabt, die waren nur in Maspalomas, haben noch nicht einmal Playa de Inglés besucht, kennen also nur Maspalomas. Gut, die waren dreimal auf der Insel und haben gesagt oder mich gefragt, ob es sich denn lohnt, nach Playa zu gehen, zu fahren. Ja, was soll ich sagen? Schaut selber, ob das was ist für euch. Es ist. Ja. Hallo? Hallo, wir verfolgen dich. Gut. Und jetzt aus Zufall. Wollt ihr hier parken? Nee, nee, wir suchen noch was. Alles klar. Ja, ja, nee, wir sehen dich immer, wenn wir zu Hause sind. Okay. Deine Videos. Ihr seid jetzt auch mit dabei. Ach, super. 360 Grad. 360 Grad Kamera. Ja. Jawohl. Ja, super. Alles klar, macht's gut. Ja, ja. Schönen Urlaub. Ja. Tschüss. Also, danke. Bis bald. Ciao. Ciao. So, so sieht's aus. So geht's. Ja, mittendrin statt nur dabei. Ja, hier das Hotel umstritten, nein, aber das frühere Apollo, das Bohemia,
mit dem 360-Grad-Restaurant. Ja, der Bus muss sich hier ganz schön durchzügeln. Also zu dem Hotel sage ich nichts. Es gibt da einen Bericht drüber, wie man uns da bedient hat, und das reicht mir. Also ganz einfach abhaken. Okay, ohne Kommentar. Wir fahren hier an der La Sandia vorbei. Ja, und heute freue ich mich natürlich auf das Wiedersehen mit Lucky und Tine. Wir fahren jetzt Richtung Jumbo Center. Ja, und damit möchte ich dann auch die Realität für heute beenden. Und sage, ja, bis zum nächsten Mal. Plan B könnt ihr bestellen bei der Antje und den Kalender auch. Denkt mal nach, Weihnachtsgeschenk, wenn jemand da was Passendes sucht. Vielleicht ist das die passende Geschenkidee, denn diese Sachen sind, ja, ich sag mal, nicht irgendwo anders käuflich erwerbbar oder kann man sie herbekommen, sondern eigentlich nur hier bei mir, bei der Antje oder im Organic Food. So, verabschieden möchte ich mich dann da vorne am Aussichtspunkt. Jetzt sage ich erstmal hasta luego. Zum Abschluss noch einmal hier, und wenn ich das so genau deute, dann ist da unten schon jetzt ganz schön viel Wind. Kommt aber aus der Richtung, jetzt würde ich sagen, hier vom Leuchtturm vom Faro. So, und hiermit mit diesen Bildern möchte ich mich dann verabschieden. Der Mirador de Maspalomas, der Aussichtspunkt hier, der Blickpunkt auf Maspalomas. Und ja, morgen geht es dann vielleicht in der Realität zum Strand nach Playa de Ingles. Aber das kommt auch ein bisschen aufs Wetter drauf an. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Dabeisein.